Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge. Sorry, Entschuldigung, fängt gut an. Mord im Orient Express. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich fand es letzte Folge spannend. Wir haben den Tatort untersucht. Du siehst noch ein paar Sachen zu machen. Was werden wir jetzt tun, während das Spiel lädt? Dünn, 74%. Im Guinness-Buch der Rekorde wird Agatha Christie als die meistverkaufte Schriftstellerin aller Zeiten geführt, denn ihre Romane wurden mehr als 2 Milliarden Mal verkauft. Sie wird nur noch von der Bibel und Shakespeare übertroffen. Finde ich interessant. Ich finde Agatha Christie auch richtig gut. Die nette alte Dame sozusagen. Ich habe auch schon ein paar Filme von ihr gesehen. Mord im Orient Express, denke ich, gehört zu den berühmtesten. So, jetzt muss ich mal wieder gucken, wie ich hier mit der Steuerung klarkomme. Ah, das ist der Doktor, der zittert, gell? Guck mal, du am Fenster, das ist offen. Ja, wieso ist das denn offen? Es schneit heute Morgen nur Ah, ganz das hatte man. leicht. Der Sorry. Mörder hätte Spuren im Schnee hinterlassen, wenn er aus dem Fenster gesprungen wäre. Okay, wartet, ich muss die Desktop-Audio. Sorry. Ich wollte jetzt auf der zweite Bildschirm mit der Maus. Ich muss die, also es war nicht ich. Die Desktop, das tut mir jetzt echt leid für den Schwenker im Schnee. Desktop-Audio, okay, ein bisschen lauter Stelle. So. Es schneit heute Morgen nur ganz leicht. Der Mörder. Es Ach schneit heute komm. Morgen nur ganz leicht. Der Mörder hätte Spuren im Schnee hinterlassen, wenn er aus dem Fenster Steht nur gesprungen Auto. wäre. Trotz jetzt im Moment so ausgesehen. Nee, Urlaub. Okay, zurück. So, was hatten wir noch nicht? Die Leiter hatte mal untersucht. Muss mir kurz rauszoomen. Das Taschentuch hatte mal ach. Ich glaube, da hinten gab es noch ein Regal, ne? Da guck mal, da gibt es noch. Oh, der hat eine eigene Dusche. Da ist noch was. Ist da ein Haken? Jetzt gehen wir aber mal in die Dusche. Gibt es da nichts? Warte mal. Nö. Hier gibt es was? Das ist die Verbindungstür zu Abtei 204. Der Rigueur auf dieser Seite steht offen. Aha. Dann könnte der Mörder. Der Fluchtweg des Mörders, neue Verbindung. Dann könnte der Mörder Eva die Verbindungstür, ne? Das Waschbecken. Kuckuck. Ich finde, da war noch was. Tresor. Ja, da brauche ich aber einen Code, ne? Den habe ich nicht. Stimmt, wir hatten hier doch so ein Kind, wo man den Teddybären zusammengebastelt hätten. Oh, was sind das für Psychopharmaka? Drehen wir mal. Wie dreht man wieder Eier? Schlaftablette, Sleeping Pills. Take a pill before going to sleep. Ach was. Schlaftablette, ne? Ist ja nicht so, dass man die nicht vorm Schlafengehen nimmt. Aber ich muss ein paar drücken, sonst zählt es nicht. Interagieren. Eine Schachtel Schlaftabletten. Eine Dose. Das heißt, die Henne vielleicht betäubt mit Schlaftablette oder die, der ist, keine Ahnung, der Mörder. Eine Schachtel Ja, Schlaftabletten. sorry. Bin mit Steuerung noch nicht so. Ich habe jetzt auch 14 Tage nicht gespielt. Ich muss mich jetzt erstmal wieder kurz einfinden. Da war eben noch was. Moment. Es ist, ich glaube, das war das Bild, ne, was wir zusammen gemacht haben. Ja, zurück. Das hatten wir schon. Was hatte man jetzt noch nicht? Mit dem Arzt haben wir gesprochen. Muss ich mal kurz gucken, was wir noch nicht hatten. Da war noch was, die Tablet. Das Safe, die Schlaftablette. Da steht ein Aschebecher. Aber mit dem scheine ich nicht interagieren zu können. Was haben wir übersehen? Oh, warte, Koffer, guck mal, das ist ein Koffer. Es lohnt sich, in alle Himmelsrichtungen zu drehen. Ist immer irgendwas. Man öffnet, bitte mal öffnen. Das wird interessant. Interessant. Wow, sehr ordentlich. Das ist ein Brief.
teure Kleidung, die kürzlich gewaschen wurde? Alice ging durch den Wald der tausend Blumen. Sie pflückte 10 Blumen für einen Strauß. Plötzlich verwandelte sich der Strauß in einen Schmetterling und die Blumen auf dem Boden begannen sich zu vermehren. Sie verdoppelten sich. Alice kam vor einer Tür an, die sie fragte: Wenn du den Wald verlassen willst, so sag mir, wie viele Blumen sind noch im Wald? Was ist das? Nicht gerade der Lesestoff, den man von einem Mann wie Ratchet erwarten würde. Sehe ich auch so. Kann man drehen, bitte? Der Hase. War das nicht auch das, was wir zusammengebaut haben? Zusammengepuzzelt. Gibt es noch was im Koffer oder gibt es nur? Gibt nur die 2. Okay, dann gehen wir zurück. Hatte ich eigentlich alles? Ich gehe jetzt mal auf Y und gucke mal an, was ich zu tun habe. So, wie konnte der Mörder das Zimmer verlassen? Der Fluchtweg des Mörders. Was war der wahrscheinliche Fluchtweg des Mörders? Wahrscheinlich die Verbindungstür. Wähle 2 Elemente aus, die den wahrscheinlichen Weg aufzeigen, wie der Mörder das Zimmer von Monsieur Ratchet verlassen hat. 2 Möglichkeiten. Ja, Moment. Das ist dann das Schloss. Der Riegel der Verbindungstür steht offen. Genau. Es gibt eine Verbindungstür. Genau. Der Mörder könnte den Verbindungstür entkommen, weil sie nicht verriegelt war. Ach so, ich soll... Halt. Wähle 2 Elemente, wahrscheinlich Weg aufzeigen, wie der Mörder... Die Kette der Tür zum Korridor ist kaputt. Ja, dann bleiben jetzt nur noch 2, ne? Der Mörder konnte nicht durch die Tür zum Korridor entkommen, weil sie von innen verschlossen war. Genau. Dann haben wir nur noch Bezug und das Fenster. Der Mörder hat wahrscheinlich gehofft, dass er an der nächsten Station durch das Fenster entkommen kann. Aber der Zug ist nie angekommen. Das heißt, der ist entweder draußen im Schnee und erfriert jetzt. Oder... Der Mörder muss das Zimmer also durch das von Madame Hubbard verlassen haben. Mhm. Et voilà. Oder er ist noch im Zug. Das ist wahrscheinlicher, ne? Die Zeugen mit der Flucht, die Verbindungstür. Der Mörder verließ das Abteil durch das Nebenzimmer. So, die Zeugen der Flucht. Wer sind die beiden Personen, die den Mördern beim Verlassen des Zimmers gesehen haben könnten? Na, das wäre die Dame, Madame Hubbard, wie auch immer. Und einmal. Und de Portier. Monsieur Michel. Monsieur Maurice de Secours. Gott je, gibt's im Hotel, ne? Schaffner. Ah, sorry. Mhm. Das ist die richtige Antwort. Eigentlich stimmt. So. Könnten etwas gesehen ab oder gehört haben. Ich muss sie befragen. Okay. Befrage Monsieur Michel, befrage Madame Hubbard. Gut, dann werden wir das jetzt tun. Ich sollte Ratchets Nachbarin Madame Hubbard befragen. Sie wohnt im Zimmer 204. Okay. Und dann, wo ist der? Wo finde ich den? Er hat den Korridor des Wagens der ersten Klasse beobachtet. Ja, ich gucke einfach, wo ich ihn finde. Verstehe. Gut. Dann machen wir das jetzt. Wo ist die Tür? Hier. Ich sollte nicht gehen, bevor ich hier alles inspiziert habe. Was? Wir haben was übersehen? Dann Strafzack. Zurück. Was habe ich übersehen? Die Leiche haben wir nicht schon. Also ich hätte letztes Mal weiterspielen müssen, dann wüsste ich es noch.
haben wir doch alles. Mit mehreren Messerstiche, das hatten wir doch. Das hatten wir doch. Ein Taschentuch, auf das der Buchstabe H ja, das gestickt ist. Okay, wenn ich ertrick, komme ich besser raus, ne? Zurück. Warte, ich probiere es jetzt mit R. Muss das mit der Steuerung noch ein bisschen verzeiht mir. Du warte noch was auf dem Boden. Das steht doch eine Flasche, da ist doch eine Flasche. Oh, Hilfe! Nur schick vor. Ist doch eine Flasche. Ach so, ich muss erst doof A drücken, damit ich runter kann. Okay. Jetzt habe ich es geschnallt. Ich würde gern zum nächsten gehen. Das hätte ich gerne gewusst. Da, jetzt, wenn ich ganz nah ran zu, dann geht's. Aber das hatte man auch. Das hatte man schon. Gibt's eine Schublade zum Öffnen? Mit dem Arzt haben wir auch gesprochen. Das Fenster hatte man. Hub-Hub-A-Gewische. Gibt's was in der Dusche? Die Verbindungstür hatte man. Gibt es noch was auf dem Boden? Oh Mann. Der Koffer. Was habe ich übersehen? Bitte gib mir einen Tipp, was ich übersehen habe. Ich sehe nichts mehr. Sollte nicht gehen, bevor ich also dann rede mal nochmal mit dem Arzt. Verbindung zum Opfer, Hinweise im Zimmer. Oh, dann klicke was durch, ich weiß es jetzt auch nicht. Es tut mir leid, Doktor, aber ich muss Sie befragen. Selbstverständlich. Ich muss wie jeder andere auch als Verdächtiger behandelt werden. Darf ich erfahren, wo Sie gestern Abend waren? Ich teile Abteil 101 mit Monsieur Bouc. Er konnte nicht aufhören, über seinen geliebten Zug zu plaudern. Ich habe ihm stundenlang zugehört, als er über seinen Orient-Express sprach. Mein Freund Bouc wird dies zweifellos bestätigen. Okay, ah, das war's, was ich übersehen habe. Verbindung zum Opfer? Kannten Sie das Opfer? Ganz und gar nicht. Ich habe ihn gestern Abend beim Abendessen gesehen, aber ich habe ihm nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Okay. Haben Sie ihr heute Morgen irgendetwas angefasst? Ich habe seinen Puls überprüft. Es gab keinen. Die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt. Der Körper war bereits kalt. Ich habe nichts anderes berührt. Okay. Was können Sie mir über das Opfer erzählen? Er starb an mehreren Stichwunden mit unterschiedlichen Winkeln und Tiefen. Mehr als nur einer der Stiche waren tödlich. Ich würde den Zeitpunkt des Todes ungefähr zwischen Mitternacht und 2 Uhr ansetzen. Ich hoffe, dass ich mit etwas mehr Zeit Genaueres sagen kann. Mhm. Mehrere Messerstiche waren tödlich. Okay. Also es hätte der oder andere Messerstich gereicht, aber es ist dann halt einfach mehrfach, um nur mal sicher zu gehen, ne? Ich nehme an, dass das offene Fenster die Sache verkompliziert? Durchaus. Die Bedingungen sind nicht optimal. Also kann man den Todeszeitpunkt nicht so genau, ne? Ich nehme an, dass das offene Fenster die Sache verkompliziert? Durchaus. Die Bedingungen sind nicht optimal. Okay, dann haben wir alles, ne? Vielen Dank für Ihre Hilfe, Doktor. Doktor. So, dann müsste ich jetzt aber doch alles haben, oder? Raus ich hier. Ich sollte nicht gehen, bevor ich hier alles... Was habe ich übersehen? Gib mir einen Tipp. Warte mal. Y. Gib es mir nur die Mindmap. Bitte, da kommt nur die Verbindungstür. Befragen wir uns hier. Ah, hier muss ich hin. Öffne Regisseur. Ach so. Ich muss den Tresor im Regisseur öffnen. Aber da brauche ich doch einen Pin.
Der Mann namens Ratchet ist tot. Ich werde die Sache natürlich untersuchen, ja sicher. Analysiere den Tatort. Was fehlt mir denn? 12 und 17! Oh mein Gott! Ich hätte echt das letzte Mal weitermachen müssen oder stoppen müssen. Aber dann wäre es zu kurze Aufnahme gewesen. Okay, dann gucken wir jetzt noch einmal alles durch. Das Handy. Ach, guck mal, da liegt was unterm Kissen. Das hatte ich noch nicht gesehen. Guck mal hier. Das hatte ich. Das Handy haben wir gerade. Dieses Handy wurde absichtlich zertrümmert. Das Handy, wo? Handy. Handy. Okay, warte. Hier war noch was. Das habe ich, glaube ich, nicht. Gestern Abend sagte Monsieur Ratchet, er treffe Vorsichtsmaßnahmen. Jetzt verstehe ich, was er meinte. Er wusste, dass er in Gefahr war und wollte bereit sein. Genützt hat es ihm dennoch nichts. Ich lasse die Waffe für die Polizei hier liegen. Ja. Okay, wahrscheinlich ist da noch irgendwas. Muss jetzt alles unter die Lupe nehmen. Es fehlt doch noch einiges, ne? Was hatte man das Taschentuch mit Buchstabe H? Das könnte die Madame Hubbard sein nebenan. Könnte. Sehr behaart. Oh mein Gott. Die Uhr hatte man aber doch auch, oder? Ja. Die Uhr ist kaputt. Die Zeiger sind bei 1.15 Uhr stehen geblieben. Man würde erwarten, dass dies der Zeitpunkt ist, an dem der Angriff stattfand. Ja, das hatte man das letzte Mal. Also irgendwo habe ich was übersehen. Die Pistole, die haben wir schon mal gefunden. Ist noch irgendwas bei der Leiche? Ich glaube nicht. Okay, guten Tag, Doktor. Das Fensterhammer. Warte mal, ich muss mal zoomen. Kofferhammer. Ob es da noch irgendwas zu interagieren gibt. Der Tresor, die Schlaftablette. Der Mülleimer. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe echt nichts mehr. Der Tresor muss ich öffnen, ne? Aber ist auch nichts. Obstspur. Aber das hatte man. Soll ich es noch mal zusammenpusten? Ich frage mich, was auf diesem Foto zu sehen sein könnte. Das hatte ich letzte Folge gemacht. Ist nicht fotografiert? Ich frage mich, was auf diesem Foto... Es war einfach nur der Hase. Ich frage mich, was auf die... Die Verbindungstür. Das hatte man doch... Ach, das habe ich ja vorhin erst gemacht. Das ist die Ja. Und Abteil 204. Du hast den Spiegel. Kann ich da irgendwas machen am Waschbecken? Irgendwas übersehe. Und weiß nicht was. Das nervt mich jetzt aber mal gerade richtig. Ich hatte das zusammengepuzzelt. Also so vergesslich bin ich jetzt nicht. Bin vergesslich, manchmal, aber nicht so vergesslich. Ich weiß nicht, was ich noch mache, so gib mir einen Tipp. Wie viel Minuten haben wir dann schon? 19 Minuten? Oder war eben was, warte. Da ist was. Ah, das hatte man. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich bin nur in die Mindmap. Analysiere den Tatort. Frage nach dem Alibi von Dr. Konstantin. Öffne Ratchets Tresor. Ich muss den Tresor in Ratchets Zimmer öffnen. Er könnte ein paar wichtige Informationen erhalten. Ja, ist klar. Setze das zerfrissene Foto wieder zusammen. Ein Foto vom Kuscheltier.
In Ratchets Mülleimer lag ein zerrissenes Foto von einem Kuscheltier. Nachdem ich die Teile zusammengesetzt hatte, konnte ich eine verborgene Botschaft entdecken für Daisy. Ich weiß aber nicht, wer Daisy ist. Das haben wir alles gemacht. Charakteranalyse, Gebiet. Ah ja, das. Analysiere den Tatort. Drei Ziffern, 70 Gegenstände untersucht. Wo bitte? Ja, wahrscheinlich muss ich den blöden Tresor aufkriechen. Aber ich weiß den Code nicht. Wo ist der Code? Sind das so verdient? Nochmal im Koffer gucken. Ich weiß jetzt echt nicht, Leute. Ich weiß echt nicht, wo ich gucken soll. Wir gucken nochmal im Koffer. Gib nur die zwei. Guck. Gib nur die zwei. Was soll ich tun? Das ist. Wahrscheinlich zählt es dazu, ne? Mit dem Tresor. Mach das Fenster zu, dann ist es nicht so kalt. Kann ich es zumachen? Hm, es schneit heute Morgen nur ganz leicht. Der Mörder hätte Spuren im Schnee hinterlassen, wenn er aus dem Fenster gesprungen wäre. Das Glas habe ich, das Handy habe ich. Die Schublade kriege ich nicht auf. Die Messerstiche-Hämmer, das Deo-Spray. Das Taschentuch. Ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll. Nervt mich jetzt, aber das nervt mich jetzt aber mal. Aber mal. Ah, guck mal, Schloss. Die Türkette ist kaputt. Monsieur Michel hat mir erzählt, dass er die Türkette durchtrennt hat, um aber das hat Zimmer schon zu gelangen. Glaube ich zumindest. Ich guck. Ja, hatte Marsch schon. Ich weiß nicht, wo ich die vier Hinweise. Irgendwo gibt es einen Hinweis, wo ein Code ist. Und die anderen Hinweise finde ich wahrscheinlich im Tresor. Ich weiß nicht, wo der Code ist. Habt ihr ihn gesehen? Und ich hab's übersehen. Ich bin jetzt schon bei 24 Minuten. Von dem her würde ich in der. In der nächsten Folge weitermachen. Ich weiß allerdings nicht, wenn ich jetzt. Wo ich noch gucken soll. Ich bin der felsenfeste Meinung, ich hätte alles. Naja, scheinbar nicht, ne? Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Es bleibt weiter spannend. Ich hätte jetzt gedacht, die Tatortsuche geht etwas schneller, aber okay. Ist wie es ist. Vielleicht bin ich auch zu doof, keine Ahnung. wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich. Und ein Kommentar ist immer sehr schön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.